Namaste und herzlich willkommen zu Tune & Frequency. Wir sind wieder bei den Tierkreiszeichen gelandet und wollen sozusagen in den Mai schauen, was sich gerade in unseren Frequenzen befindet. Und dieses Reading ist für dich, wenn dein Sternzeichen, dein Aszendent oder auch dein Mond im Widder befindet. Wir schauen wie immer in die Frequenzkarten und wir haben auch schon die erste Karte für dich wieder, Soul Family in Reverse. Okay, wir haben die zweite Karte, das Calling. Und die dritte Karte, Heritage in Reverse. Interesting. Wir haben, wie ich sehe, sehr viele Doppelungen. Ja, die Soul Family hat die Nummer 55, Calling die Nummer 11 und Heritage die 21. Okay, wieder. Deine Soul Family. Also wir haben in den letzten Readings auch schon mal drüber gesprochen. Soul Family, das ist von deiner Familie sozusagen losgelöst. Es können auch Familienmitglieder sein, es kann aber auch eben diese Extended Family sein, im Sinne von Menschen, mit denen du eine Verbindung hast, eine seelische Verbindung hast. Diese Menschen, und ich sage Menschen, aber eigentlich, also Seelenfamilie, da beziehe ich auch tatsächlich Tiere mit ein. Also mit denen haben wir, glaube ich, öfter auch Seelenverbindungen. Und ja, es ist sozusagen so, dass du eine Art Netz hast. Es können Menschen sein, die weiter entfernt sind. Es können Menschen sein, die dir, wie gesagt, in deiner direkten Familie sich befinden. Menschen, mit denen du dich stark wie du selbst fühlst. Menschen, die dich mehr in deine Freiheit bringen. Menschen, in denen du einfach auch Verbindung spürst. Und um das zu erreichen, denn hier sehe ich, dass du gerade da blockiert bist in diesem Bereich, in diesem Thema. Vielleicht fühlst du dich gerade auch so ein wenig einsam, dann ist es einfach an der Zeit, dass du deinem Calling folgst. Was ist dein Calling? Dein Calling ist deine Berufung. Ja? Wozu fühlst du dich berufen? Wo fühlst du und hörst du und spürst du einfach immer wieder den Ruf? Wo zieht es dich hin? Was lässt dich nicht los? Vielleicht ist es ein Ort, ja, es kann sein, dass eben dieser Ort dich ruft, weil der Ort weiß, ja, dass sich dort deine Seelenfamilie befindet. Ich habe das Gefühl, mir geht das gerade so und ich habe auch Freunde, denen es gerade so geht, die Teil meiner Seelenfamilie sind und die auch das sehr stark gerade spüren. Hab nicht das Gefühl, dass deine Seelenfamilie in irgendeiner Weise, dass du sie verpassen könntest. Auch wenn ich das gerade gesagt habe, dass sie sich vielleicht nicht in dem Ort befindet, an dem du gerade bist. Wenn du deiner Intuition folgst, wenn du dir selbst vertraust, wenn du auf dein Herz hörst und diesem Ruf auch folgst, dann ist es so ein bisschen so, als würden alle Räder und alle Zähne in diesem Rad, in deinem Lebensrad sozusagen greifen und die bringen dich genau dahin, wo sich alles genau richtig anfühlt. Und wir hatten Heritage auch in Reverse, also auch bezüglich deiner Ahnenfamilie ist da eine Blockade vorhanden, also
Du wirst sozusagen auch eingeladen, da mal genauer hinzuhören. Vielleicht gab es auch Ahnen, mit denen du eine gewisse Seelenverbindung hattest oder hast. Personen, die nicht unbedingt noch unter den Lebenden sein müssen, sondern es kann auch sein, dass du vielleicht eine Urgroßmutter hattest, der du sehr ähnlich bist. Und ja, wir können natürlich dadurch, dass wir mit unserer Familie darüber sprechen, Informationen darüber einholen, über diese Personen, um davon vielleicht zu erfahren. Vielleicht ist uns das aber auch nicht möglich. Und da möchte ich dir dann einfach empfehlen, dich in die Meditation zu begeben. Einfach mit dieser Intention: Gibt es einen Seelenverwandten in meiner Ahnenreihe? Und derjenige möchte sich bitte mit mir verbinden in dieser Meditation. Und ja, schau einfach mal, was da so passiert. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was du so zu berichten hast. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Mai und würde sagen, stay tuned and see you soon.